Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 45 und zwar für die Handelstage vom 5.11. bis 9.11.2018. Wir wollen wie gewohnt auf die Märkte DAX, Euro, US-Dollar, Gold und S&P schauen, wollen uns die Kerntendenzen der vergangenen Handelswoche anschauen, wollen auf das Big Picture blicken, wollen schauen, was könnte hier in der kommenden Woche an wichtigen Widerständen und Unterstützungen im Raum stehen, welche Kerntendenzen könnten hier gegebenenfalls eintreten. Wie gewohnt findet ihr unterhalb des Videos hier in der Videobeschreibung entsprechend die vier Märkte aufgelistet, dahinter eine Zeitangabe. Also wenn ihr euch dann zum Beispiel nur den Euro-US-Dollar anhören wollt, könnt ihr hinter dem Euro-US-Dollar entsprechend auf diese Zeitangabe klicken und ihr gelangt im Video direkt dann zu der Analyse des Euro-US-Dollars, des Goldes oder des S&Ps und der DAX startet direkt am Anfang. Wir würden uns natürlich weiterhin freuen, dass hier diesen Videos ein Daumen hoch gegeben wird, dass ihr kommentiert unter den Videos, natürlich die Videos auch anschaut, die Mühen hier damit natürlich belohnt, am Wochenende hier eine tolle Trading-Wochenanalyse zu bekommen. Also hier gerne dann natürlich weiterhin die Videos anschauen und natürlich auch kommentieren und den Videos einen Daumen hoch geben. Ich und das Team von JFD Brokers würde sich natürlich tierisch darüber freuen. Bevor wir durchstarten mit dem Risikohinweis, mal ein Blick auf die WOT 2018, die ja vom 23. bis 24. November in Frankfurt wieder stattfinden wird. JFD Brokers bietet euch die Möglichkeit, dort zum einen kostenlose Tickets zu bekommen auf der Website hier wot.jfdbrokers.com. Ich werde das auch unten in der Videobeschreibung, diesen Link reinpacken. Dort kommt ihr zu dieser Website, die ich hier zeige und ihr habt rechts oben hier die Möglichkeit, euch einen freien Eintritt zu sichern für die WOT. Ihr habt zusätzlich die Möglichkeit, an einem richtig tollen Gewinnspiel teilzunehmen, wo es wirklich sehr, sehr tolle Gewinne gibt. Wenn man hier nach unten scrollt, kann man sich das dann auch mal anschauen. Einfach hier draufklicken und dann sieht man, dass man hier Mentorenprogramme gewinnen kann, dass man eben Abos gewinnen kann, dass man Traders Magazin für ein Jahr gewinnen kann, Guidance Pro Zugänge, Free Trades. Also wirklich eine ganze Menge hier mit einem tollen Gewinnspiel, was JFD Brokers im Rahmen der WOT bereitstellt und ihr seid herzlich eingeladen, nicht nur euch den freien Eintritt zu sichern, sondern natürlich auch an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Man kann hier zusätzlich auch nochmal ein VIP-Ticket für die WOT gewinnen, wo man an allen Programmen, an allen Vorträgen kostenlos teilnehmen kann und noch viele andere Features auf der WOT dann genießen kann. Also hier seid ihr herzlich eingeladen auf der Website wot.jfdbrokers.com. Wie gesagt, ich packe den Link entsprechend dann auch nochmal in die Videobeschreibung. Bevor wir jetzt durchstarten, der Blick natürlich auf den Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder zum Broker beantwortet bekommen. Starten wir mit dem Blick auf die Wirtschaftskennzahlen für die kommende Handelswoche und da kommt eigentlich nichts Nennenswertes raus, was uns jetzt hier gerade im kurzfristigen Handel oder auch im Swing Trading nennenswert interessiert. Lediglich am Donnerstag die Fed-Zinsentscheidung, die da gegebenenfalls wichtig sein könnte, die gegebenenfalls die Märkte hier bewegen könnte. Allerdings ist es hier geplant, dass keine Zinserhöhung erstmal dieses Mal stattfindet. Wir können hier auch nochmal draufschauen auf der, da kommen wir gleich noch zu, auf die Zinsentscheidung auf der Seite investing.com. Hier kann man sich das nochmal durchlesen, was die Zinsentscheidung bedeutet, auch nochmal sich so Grafiken anschauen. Und grundsätzlich ist es jetzt erstmal nicht geplant, dass es diesmal eine Erhöhung gibt. Wir haben es am 19.12. haben wir dann nochmals die FED-Zinsentscheidung und gegebenenfalls wird dann vielleicht nochmals der Zinssatz angehoben, allerdings diesmal nicht. Somit gehe ich jetzt erstmal grundlegend davon aus, dass in der kommenden Woche hier aufgrund der FED-Zinsentscheidung erstmal keine nennenswerten Bewegungen aufkommen, aber dennoch sollte man natürlich etwas darauf achten, nicht zwingend sofort oder kurz davor Positionen eingehen, sondern erstmal schauen, wie ist da das Ergebnis, wie ist die Pressekonferenz danach, um dann gegebenenfalls gerade im Daytrading dann wieder aktiv zu werden. Nochmals der Hinweis auch auf die Zeitumstellung. Wir hatten ja in der vergangenen Handelswoche dann immer schon die US-Eröffnung um 14.30 Uhr. Wir hatten auch die wichtigen Wirtschaftskennzahlen.
wie die Non-Vampiros am Freitag schon um 13.30 Uhr, also immer eine Stunde eher. Das ist ab nächster Woche wieder im Normalzustand, denn jetzt am Wochenende, am 4. November, wird auch in den USA die Zeit umgestellt auf Winterzeit und somit ist dann natürlich wieder normal die US-Markteröffnung um 15.30 Uhr. Wichtige Wirtschaftskennzahlen, die sonst um 14.30 Uhr kamen, letzte Woche um 13.30 Uhr, kommen dann auch wieder um 14.30 Uhr. Also das dann auch wieder im Normalzustand in der kommenden Handelswoche. Starten wir mit dem Blick auf den DAX. Wir hatten in der vergangenen Trading-Woche-Analyse erstmal gesagt, wir hatten so einen richtungsentscheidenden Bereich festgelegt. Das schauen wir uns auch gleich detaillierter nochmal an. Grundsätzlich sind wir davon ausgegangen, dass der Kerntrend weiterhin abwärts ist und wir unterhalb eines wichtigen Bereiches, und zwar der 11.420. Hier erstmal, grundsätzlich denke ich, ist das jedem klar. Wir sind hier abwärts tendierend übergeordnet unterwegs. Der graue Strich ist ja der Start der vergangenen Handelswoche und ich hatte gesagt, dass der Bereich um die Marke 420 hier für mich persönlich richtungsentscheidend sein sollte. Alles, was darunter stattfindet, könnte weiterhin von der Abwärtsseite aus betrachtet werden. Sogar eben mit dem Gedanken, dass wir die Vorwochentiefs, die im Bereich 11.030, 11.050 in etwa lagen, zusätzlich die Bewegungstiefs sind, zusätzlich die Jahrestiefs sind, dass diese durchaus realistisch unterschritten werden können. Diesen Gedanken teilte der Markt allerdings nicht mit mir, denn er hat zwar aus diesem richtungsentscheidenden Bereich 420 zweimal, einmal in den Bereich 164, wichtiges Unterstützungsniveau, lag hier schon ein Weilchen drin, das zweite Mal nicht mal mehr ganz so tief reagiert, direkt im 420er Bereich, ging im dritten Anlauf dann aber da drüber, hat dann diesen Bereich 420 direkt als Unterstützung genutzt und dann mit kleinen Schritten die Aufwärtsseite getestet. Wir hatten hier im Daytrading entsprechend dann immer die Widerstände besprochen, die wirklich extrem sauber abgearbeitet wurden. Das war zum einen einmal so eine Gap-Schließung im Bereich knapp oberhalb von 500. Das war der 500er Bereich, der 550er Bereich und schlussendlich dann der Bereich 675, der dort getestet wurde und von dort ging es dann zum Wochenschluss erstmal wieder ein Stück nach unten. Aber wir nehmen die Pfeile raus. Wir sind jetzt zumindest so von meinem Gedanken nach wie vor zwar antizyklisch, weil diese Aufwärtsbewegung, die hier aktuell stattfindet, ja trotzdem immer noch übergeordnet, wenn man sich diese große letzte Abwärtsbewegung anschaut oder diese sogar dann auch nochmal teilen würde in zwei Schritte, sind wir mit dieser Aufwärtsbewegung ja nach wie vor unterhalb dieses letzten markanten, wichtigen Hochpunktes. Somit ist es laut Charttechnik eigentlich alles noch weiterhin im Abwärtstrend. Ich würde allerdings diesen richtungsentscheidenden Bereich genauso belassen, wie er in der vergangenen Handelswoche war, 420. Nur, dass wir jetzt da drüber sind, vergangenen Wochenschluss waren wir darunter. Und alles, was jetzt oberhalb dieses Bereiches stattfindet, könnte sich nach wie vor, wir machen ja gleich auch die S&P-Analyse, könnte sich nach wie vor leicht gen Norden eventuell bewegen. Allerdings die Schwankungsamplitude, gerade im DAX, im S&P, in den US-Märkten war das etwas eindeutiger. Da gingen die Märkte etwas sauberer nach oben. Der DAX schleppte sich wirklich immer nach oben. Es kamen dann auch wieder Rücksetzer, die wir teilweise dann auch in Short-Setups formuliert haben. Die Aufwärtsseite vom Handel her für mich gar nicht so interessant, sondern vielmehr, da man eben gemerkt hat, dass der Markt, nachdem er wichtige Widerstände erreicht hat, auch immer mal wieder zurückkommt, habe ich hier vielmehr trotzdem antizyklische, allerdings Abwärts-Setups formuliert als grundsätzliche Aufwärts-Setups. Und das kann sich in so einer schleppenden Amplitude durchaus erstmal weiter fortsetzen, ja, dass der Markt hier entsprechend sich weiter erstmal in die Vorwochentiefs hochs vorarbeitet, 6,75, meistens dann wirklich immer wieder erstmal so ein bisschen reagieren könnte, aber der nächste wichtige Bereich ist in etwa der Bereich 800, 840. Und dann wird es auch übergeordnet interessant, denn wir haben vor allem zum einen oberhalb der Vorwochenhochs hier einen Bereich, der in der Vergangenheit auch relativ zügig abgearbeitet worden ist. Also es ist hier wirklich nicht auszuschließen, wenn weiterhin Stärke drin ist, dass der Bereich in etwa 800, 840 sogar relativ zügig abgearbeitet werden kann. Und dann wird es wirklich interessant, wie der Markt hier mit dem Bewegungshoch umgeht, mit diesem alten Tief. Was ist hier? Was ist das? Anfang September, was natürlich auch nochmal übergeordnet Widerstand darstellt. Also dieser Bereich könnte hier schon durchaus realistisch erstmal abgearbeitet werden auf der Aufwärtsseite. Und dann müssen wir schauen, wie der Markt dort reagiert, weil ab diesem Punkt würde es übergeordnet dann viel interessanter sogar dann nochmal auf der Aufwärtsseite im übergeordneten Bild bleiben oder werden.
Somit oberhalb 420 würde ich dann erstmal damit rechnen, dass sich eventuell weitere Bewegungshochs aufbauen können. Mit dem Gedanken, wenn er neue Hochs, wichtige Widerstände anläuft, vielleicht auch immer mal einen Short zu wagen oder nach Rücksetzern nach unten man hier eben die Long-Seite handelt. Sollte er jedoch idealerweise sogar relativ zügig unter die 420 rutschen, dann wird hier dieses grundlegende, übergeordnete Bild eigentlich wieder bestätigt. Die Abwärtsseite sollte interessant werden. Die Vorwochentiefs 164 können schnell erreicht werden. Und es kann sich hier unten, und das ist dann der Kernfokus, worauf ich dann schon diese Woche ja eigentlich viel mehr gesetzt habe, und mal schauen, ob hier die Abwärtsseite wieder Dampf bekommt sozusagen, dass es hier dann relativ zügig dann endlich hier die 11.000 zum einen angerissen wird, aber dann eben auf der Unterseite auch der 800er Bereich, der dann so als nächstes kernunterstützendes Niveau im Raum steht. Wie gesagt, der DAX hat vergangene Handelswoche keine neuen Bewegungstiefs ausgebaut. Der Blick gleich auf den S&P wird zeigen, dass dieser es getan hat. Er hat den wichtigen Bereich, den wir in der vergangenen Handelswoche als Unterstützung, Kernunterstützung auf der Unterseite angesehen haben, und zwar der 2600er Bereich, der wurde hier direkt Anfang der Handelswoche im S&P erreicht und dann kam die Gegenbewegung. Und wie gesagt, da müssen wir mal schauen, immer wieder auch auf den S&P schauen, wenn man den DAX handelt, ob sich da die Kernrichtung bestätigt. Aber für mich ist nach wie vor 420 interessant. Darüber kann es sich weiter langsam so nach oben hangeln. Ja, und darunter kann es sich dann auch teilweise wieder etwas momentumhafter, gegebenenfalls auf der Abwärtsseite etwas interessanter zeigen. Das so der Kerngedanke für den DAX. Schauen wir auf den S&P, der US-Markt. Das ist ja so der Markt, wo ich persönlich auch immer raufschaue, mir dort auch genau wie im DAX das Bild zurechtlege, welche Bereiche sind wichtig, oberhalb welcher Bereiche könnte es mehr nach oben gehen, unterhalb welcher Bereiche könnte es gegebenenfalls mehr nach unten gehen. Und wir haben im S&P relativ zügig gemerkt, ja, wie gesagt, der Blick schwankt ja auch immer rüber zu der US-Seite. Und wir haben hier am Montag, bereits am Montag, Abgaben gesehen. Abgaben, massive Abgaben sogar, unter die Bewegungstiefs. Der S&P drückte relativ zügig exakt hier in dieses 2600er Unterstützungslevel. Entschuldigt. Und dann relativ zügig, das ging hier an diesem Tag sogar noch 40 Punkte wieder nach oben. Also wirklich so ein Rebound, der da stattgefunden hat, wo ich dann schon gesagt habe, da müssen wir jetzt mal schauen, das ging relativ zügig nach unten. Der für mich wichtige Bereich wurde abgearbeitet, der Markt dippte wieder nach oben und es war dann schon ab diesem Punkt nicht auszuschließen, dass wir hier erstmal so ein bisschen mehr Stärke sehen. Es war in dem unteren Bereich dann vielmehr erstmal hier noch trotzdem der Blick auf die Abwärtsseite, er zeigte dann auch erstmal nochmal kurzzeitig Schwäche. Aber dann hatte ich im S&P schon gesagt, oberhalb immer im Daytrading wichtiger Bereiche ist es durchaus denkbar, dass wir uns weiter nach oben arbeiten. Übergeordnet hat er dann in dem wichtigen Bereich vergangene Handelswoche hier festgelegt, in diesem wichtigen Bereich um die Marke 2720 seinen Endgegner gefunden. Also er ist zwischenzeitlich hier zum Erliegen gekommen. Das ist ja hier ein 4-Stunden-Chart, also es war hier ein kompletter Handelstag, der in diesem Bereich in etwa hier zum Widerstand verhalf. Und dann ging es nochmal kurzzeitig in einen nächsten wichtigen Bereich, den wir besprochen hatten in den täglichen Analysen im Bereich hier 2763. Und von dort kam dann doch nochmal Schwäche wieder rein. Und wir schlossen in dem von mir festgelegten Bereich in etwa 2720. Und der Bereich sollte jetzt mehr oder weniger auch ähnlich wie im DAX für die kommende Woche interessant bleiben, wobei ich diesen Bereich in etwa 2720 und zusätzlich nochmals die Freitagstiefs, ja, was gleichzeitig auch dieser Hochbereich ist vom Anfang der Handelswoche, ja, also dieser Test jetzt hier nach unten könnte aktuell, aus aktueller Sicht, wenn der Markt hier so relativ zügig wieder nach oben läuft, wirklich nur eine Korrektur im Aufwärtstrend sein, denn wir haben diesen charttechnischen Bereich um die Marke 2700 jetzt nach unten nochmal abgearbeitet und es kann hier durchaus auch relativ sauber erstmal schnell nach oben gehen. Allerdings wäre ich, sobald der Markt unter 2720 ist, dann schon mal vorsichtig, das ist dann so ein bisschen so Niemandsland 2720 bis 2700, wo weder die Aufwärts- noch die Abwärtsseite so interessant ist. Vielmehr wird es unter 2700, dass die Kernabwärtsseite dann wieder interessant wird, dann auch Abwärtstrades dann entsprechend in die nächsten Unterstützungslevels interessant werden, ähnlich wie im DAX, und hier der Kernfokus dann wieder viel mehr auf der Abwärtsseite liegt. Mal schauen,
Der Druck generell ist natürlich ebenfalls im S&P da. Wir haben hier wirklich starke Abgaben teilweise gesehen, auch in der vergangenen Handelswoche Montag. Wirklich Druck, richtig Druck auf der Abwärtsseite. Der kann nach wie vor auch auftreten, denn das ändert sich oft nicht von heute auf morgen. Und wenn das Bild nach unten wieder kippt, denke ich, ist es durchaus realistisch, dass es dann auch der Update-Seite auch wieder etwas knallt sozusagen. Aber wenn wir hier oben bleiben, vielmehr auch oberhalb von 2720, kann es in den Bereich 2763 natürlich erneut gehen. Die aktuellen Bewegungshochs, auch Hochs der letzten Handelswoche. Und es kann sich hier auch relativ zügig dann, und da wird es wirklich interessant, denn oberhalb von 2763 kommen aktuell, gerade das Bild, was wir hier sehen, da kommen nicht mehr so viele gravierende Widerstände. Wir haben einen Bereich noch, der ist hier auch eingezeichnet, der 2780er Bereich, der allerdings ja schon interessant war, hier als Widerstand, hier als Unterstützung, hier als Widerstand, hier als Widerstand. Also der ist nicht uninteressant, klar, die Bereiche, die hier eingezeichnet sind, sind alle nicht uninteressant. Aber es ist eigentlich so der letzte Bereich, der den Markt bremsen könnte, um schlussendlich diese starke Bewegung von der vorvorletzten Handelswoche hier auf der Abwärtsseite gegebenenfalls sogar wieder zurückzuerobern. Also das wäre dann der Blick auf der Long-Seite. Und somit ist es natürlich denkbar, Moment, den Fall können wir auch gerne grün machen, dass hier natürlich das obere Bild auch langsam, das ist natürlich kein Blick für die komplette kommende Handelswoche. Ich meine, klar, wir sind auch in der letzten Handelswoche nicht so unwesentlich gestiegen. Und wenn wir diese Amplitude hier nochmal ranhängen, wären wir relativ schnell sogar da oben. Ich würde das gar nicht für die kommende Handelswoche jetzt erstmal so favorisieren in diesem Maße, aber grundsätzlich ist es natürlich nicht auszuschließen. Die Aufwärtsseite wie die Abwärtsseite. Somit wissen wir, okay, hier oben ein bisschen mehr den Fokus auf der Aufwärtsseite, ein bisschen mehr vorsichtig sein mit Abwärtsgedanken. Unterhalb von 2700 wird die Abwärtsseite charttechnisch erstmal wieder etwas interessanter. Und das ist so der grobe Gedanke, den ich mir persönlich zurechtlege für die kommende Handelswoche für den S&P. Und dann eben auch, wenn ich dort drauf schaue und gucke, okay, in welchem Bereich ist der S&P gerade, zeigt auch der DAX dann entsprechend die Reaktion, um dann auch dieses kleine Puzzleteil US-Märkte in meine DAX-Trades natürlich mit einzuarbeiten. Schauen wir als nächstes auf den Euro-US-Dollar, der zumindest das erste Ziel, ich hatte in der letzten Analyse nicht ausgeschlossen, dass der Euro-US-Dollar nun endlich auch mal die Bewegungstiefs von Anfang August im Bereich 13,30, das Tief exakt lag an der 13,1,13, dass der Euro-US-Dollar nicht nur die Abwärtstendenz, die er erstmal in den ersten drei Handelstagen hier wirklich sauber zeigte auf der Abwärtsseite, dass er diese nicht nur in den 1,13er Bereich fortsetzt, sondern gegebenenfalls sogar es schafft, die Schwäche hat, diesen 1,13er Bereich nach unten zu durchschreiten, um hier entsprechend in den 1,12er Bereich in etwa, das war so das nächste kleine Ziel, 1,1260, 1,1250, 1,12, dass er dann die Tiefs weiter ausbaut. Das erste Ziel 1,13 hat wunderbar funktioniert. Der richtungsentscheidende Bereich hat wunderbar funktioniert. Also die Kerntendenz unterhalb der blauen Linie im Bereich in etwa 14,50, 14,60, 14,75, da ist der Markt gar nicht drüber gekommen. Somit war es erstmal klar, Kerntendenz, der Blick auf die Abwärtsseite ist weiterhin aktiv. Und das zeigte sich Montag, das zeigte sich Dienstag, 13,30 wurde erreicht und am Mittwoch dann der 1,13er Bereich. Aber exakt in diesem Bereich schaffte der Markt es nicht, nach unten durchzubrechen. Es kam dann auch die Frage, wo können wir denn hier wieder shorten? Und es gaben sich natürlich charttechnisch wichtige Bereiche, wo dann die Aufwärtsseite durchaus auch Abwärts-Setups wieder hat generieren können. Aber ich hatte dann auch hier als kleines Feintuning in den Livestreams gesagt, wenn dann, weil dieser Punkt so exakt getroffen wurde, wenn dann würde ich in dieser Aufwärtsbewegung auf einen Trigger warten. Also das Chartbild auf untergeordneter Zeitebene mir dann auch zeigt, okay, der Markt möchte nach unten. Und das verhalf mir oder auch einigen im Chat. Zum einen, da waren Ideen, die hier unten sogar gekauft haben, die dann die Long-Position wunderbar haben reiten können in den 1,14, 1,14,30er Bereich, weil das war einfach mal das nächste Kernwiderstandslevel.
Und wir hatten gesagt, wir sind hier mal vorsichtig mit Short-Gedanken, weil einfach die Aufwärtsrichtung so stark war und die Amplitude untergeordnet so sauber aufwärts tendierend war, dass wir gesagt haben, wenn dann verkaufen in dieser Bewegung, wenn der Chartbild uns einen Trigger gibt und es auf untergeordneter Zeitebene der Markt anfängt, wirklich fallende Hochs und fallende Tiefs auszubauen. Dann reißte der Markt sich direkt nochmal in den 1450er Bereich und ich hatte ja auch gesagt, sowieso so ein bisschen Vorsicht im Euro-US-Dollar, dieses Hin und Her ist nach wie vor aktiv, aber grundsätzlich sind wir hier in dem Abwärtsbild geblieben und wenn man ein wenig sich daran hält oder auch so ein bisschen versucht, den Markt einzuschätzen, hat man trotz dieser großen, etwas stärkeren Aufwärtsbewegung hier auf jeden Fall auf der Abwärtsseite Geld verdienen können und hier auf der Aufwärtsseite idealerweise gar nicht so viel wieder abgeben müssen. So, jetzt ist es so, wir werden ja auch gleich aufs Gold schauen, da ist das grundsätzliche Bild ähnlich, jetzt gar nicht von der Trendtendenz, sondern dass wir den Schlusskurs der jetzt aktuell vergangenen Handelswoche auf dem ähnlichen Niveau hatten wie in der vergangenen Handelswoche. Und das Chartbild hat sich zwar insofern geändert, dass wir hier im Euro-US-Dollar dann natürlich erstmal in Kernrichtung gelaufen sind. Ja, übergeordnet, wenn wir uns das einzeichnen, sind wir abwärts. Wir haben die Abwärtsseite weiterhin ausgebaut. An wichtige Bereiche sind wir rangelaufen. Wir haben eine Erholung im Abwärtstrend gehabt. Wir sind jetzt dann zum Freitagabend schon wieder angefangen, auf der Abwärtsseite zu laufen. Dieser wichtige Bereich in der vergangenen Handelswoche, 1475, der wurde nicht überschritten. Der wurde annähernd nochmal getestet. Nicht ganz am Donnerstag, aber oder Freitag. Der ist nach wie vor wichtig und ich denke, dass wir auch diesen Bereich nach wie vor als richtungsentscheidenden Bereich im Euro-US-Dollar betrachten können. Dass hier eine Abwärtsreise und nun endlich dann auch mal der Schritt nach unten definitiv denkbar ist, solange wir unter 14,75 bleiben, das natürlich erneut erstmal 1,13 und 1,13 natürlich realistisch ist und dann hier auch endlich mal die Weiterführung der Abwärtsseite. Alles unterhalb 14,75, somit mit Short-Gedanken durchaus von meiner Seite behaftet. Geht es darüber, kommt natürlich der ganz, ganz wichtige Bereich 15,30 als nächstes zum Tragen, aber alles, was hier oberhalb ist, bedeutet erstmal nicht sofort, dass ich auf die Long-Seite springe. Gerade nicht, weil wir ja das Bild kennen aus der Vergangenheit, 15,30 bis 17,30, ewige Seitwärtszone, gestartet im Mai, Ende Mai, Anfang Juni diesen Jahres. Und diese Schiebezone, in die wir dann wieder reinlaufen, wir arbeiten ja aktuell immer noch unterhalb dieser Schiebezone und setzen immer noch, dass sich gegebenenfalls die Abwärtsseite hier in Trendrichtung, ja, die Trendrichtung hatte sich hier Anfang des Jahres gebildet, abwärts, lange, lange seitwärts. Und jetzt brechen wir aus dieser Seitwärtszone oder sind immer noch im Ausbruchsmodus sozusagen. Ja? Und wir setzen ja darauf, dass sich dieser Ausbruchsmodus weiter nach unten fortsetzt. Ähnlich wie es gegebenenfalls hier passiert ist, ja? Anfang des Jahres. Da das sowas ganz übergeordnet möchte ich eigentlich sehen und darauf baue ich so ein bisschen vorsichtig, dass sich dann auch sukzessive neue Bewegungstiefs ausbauen. Laufen wir allerdings wieder zurück, heißt das nicht sofort, dass ich hier sofort auf die Long-Seite wieder setze und irgendwie auf steile Anstiege gehe, sondern dass ich erstmal ein bisschen vorsichtig bin. Denn wir haben diese Schiebezone, wo es durchaus dann wieder hin und her gehen kann, auch mit kurzfristigen Richtungswechseln dann zu rechnen ist. Der 1530er Bereich, der zwar untergeordnet von in etwa 1475 in Richtung 1530 auf jeden Fall dann abgearbeitet werden kann. Also kleinere Trades im 5-Minuten-Chart kann man da schon absetzen. Aber übergeordnet, gerade mit dem Swing-Trading-Gedanken, bin ich hier oben dann erstmal wieder vorsichtig. Führt dazu, dass ich teilweise keine Trades mache. Und erst darauf warte, und das kann natürlich Monate dauern, dass ich hier dann gegebenenfalls die 17,30 dann für die Aufwärtsseite anbietet und der Markt übergeordnet dann wieder nach oben dreht und gegebenenfalls dann wieder eine schöne Sequenz steigender Hochs, steigender Tiefs zeigt. Ja? Das zeigt er aktuell nicht. Er versucht es jetzt auf der Abwärtsseite. Der Versuch, der hat hier auch schon mal stattgefunden. Da haben wir auch Geld verdient. Dann kam auch relativ schnell wieder der Rücksetzer und dann ging es wieder zurück in diese Seitwärtsamplitude. Ja? Und wenn der wieder zurück in die Seitwärtsamplitude fällt, dann ist es zwar im Daytrading interessant, weil er sich natürlich trotzdem bewegt, aber man darf nicht vergessen, das Bewegen im Daytrading ist nicht groß. Wir haben eine durchschnittliche Tagesschwankung von in etwa 60 bis 70 Ticks. Das ist nicht viel.
Und aus 60 bis 70 Ticks am Tag nennenswerte Gewinne rauszuschneiden, ist zugegebenermaßen nicht ganz so einfach. Da ist es besser, wenn wir auf den DAX blicken mit ungefähr 200 Punkten am Tag oder auf den Dow Jones mit 300, 400 Punkten am Tag, da dann auch mal 100, 100, 200 Punkte rauszuschneiden, ist schon realistischer, als irgendwie hier nennenswerte Gewinne aus einem Euro-US-Dollar rauszuschneiden. Und somit unten schon immer noch so ein bisschen aggressiver auf der Abwärtsseite, mit dem Gedanken, dass sich der Trend denn doch nun mal fortsetzt. Wir wissen das ja nicht. Sobald wir aber dann eben den Norden wieder etwas mehr anreißen, kommt hier sofort die Vorsicht von meiner Seite wieder rein. Und jetzt der Blick abschließend aufs Gold. Gold ist da grundsätzlich, also nicht insofern, dass sich jetzt die Chancen nicht so richtig bilden, aber wir hatten es ähnlich im Gold, dass wir, Moment, wir gehen erstmal nochmal auf einen, Moment, die Korrelationsmatrix wollen wir jetzt aktuell nicht. Wir hatten es im Gold ähnlich. Wir haben es über Wochen beleuchtet, das Gold, lange, lange Zeit in dieser Schiebezone 12.06 bis 11.94 war. Ja, ab und zu mal der Ausreißer nach unten etwas merklicher, dann hatten wir hier in diesem Bereich nochmal so eine kleinere Schiebezone, ja, bis in den Bereichen etwa 12.16. Ja, von dort sind wir kurz mal ausgebrochen und haben dann diese ewige Schiebezone ausgebaut. Und vorvorletzte Handelswoche kam dann mal der Trigger mit etwas Dampf und Schmackes aus dieser Seitwärtszone nach oben raus, führte dazu vorletzte Handelswoche, dass wir die Aufwärtstendenzen auch sehr schleppend, aber dass das Kernzielniveau 12,41 erreicht wurde, wo ich gesagt habe, da müssen wir jetzt aufpassen, weil übergeordnet das Tief 12,41 im Raum steht und eine Gegenreaktion denkbar ist, somit so ein bisschen der Vorsichtscharakter auch im Gold auf jeden Fall im Raum stand und diese Gegenreaktion fand statt. Ich hatte hier einen richtungsentscheidenden Bereich im Bereich 12,20 in etwa markiert, der dann auch erstmal grundsätzlich hier zwar ein leicht stärkeres Überpesen auf der Unterseite stattgefunden hat. Wir gucken uns das auf dem 4-Stunden-Chart mal an. Zwischenzeitlich auch von meiner Seite Long-Setups formuliert worden sind in den entsprechenden Livestreams. Hier sage ich nochmal an der Stelle, wenn ich Setups formuliere, keine Handelsempfehlung, ja, definitiv nicht, aber wir sprechen natürlich in den Livestreams darüber. Und schaut mal, wir hatten, das war einmal dieser Bereich hier, ja, und dann hier unten dieser richtungsentscheidende Bereich. Zwei Long-Setups, die von meiner Seite formuliert worden sind. Und jedes dieser Setups hat trotzdem erstmal Reaktion gezeigt, auch wenn der generelle Trend dann doch weiter nach unten ging. Aber das ist das Interessante dann natürlich auch an Kernunterstützungen, dass nicht selten, auch wenn der Kerntrend sich weiter nach unten fortbewegt, dass diese Reaktionen, die dann stattfinden, insofern interessant sind, dass ich dann, Moment, da wollte jetzt ich einen Kreis malen, dass ich dann hier entsprechend natürlich meinen Stop habe, der Markt nicht selten wenigstens so weit läuft, wie meine Größe des Stops ist und ich dann hier eben schon verhältnismäßig viel oder sogar in Gänze das Risiko aus solchen Trades rausnehmen kann, mit den Trades zwar kein Geld verdiene, aber dann auch kein Geld großartig verliere und dann ging es eben weiter unter den Bereich, selbst hier, das hatte ich zwar nicht formuliert, aber selbst hier wäre nochmal ein Setup auf der Abwärtsseite denkbar gewesen, allerdings hatte ich gesagt, hier unten shorten vorsichtig, aber selbst wer es gemacht hat, der Test dieses Bereiches von der Unterseite kam nochmal und auch hier kam dann nochmal Reaktion nach unten. Auch diese Bewegung hätte für mein Trading zumindest ausgereicht, um schlussendlich einen Break-Even-Trade draus zu machen. Ja, man verdient da natürlich kein Geld, aber der Kernfokus liegt ja im Trading eh darauf, nichts zu verlieren und irgendwann wird man dann schon mal die Aufwärtsseite oder die Abwärtsseite so erwischen, dass es ordentlich Geld in die Kasse spült und dann ist es vorher halt wichtig, keins zu verlieren. Ja, und trotz der nicht so perfekten Analyse und der Markt hier doch nochmal nach unten etwas stärker Luft geholt hat, ist hier auf jeden Fall die Möglichkeit, wenig Geld zu verlieren, definitiv gegeben gewesen. Und dann kam der Start wieder nach oben und dann boten sich hier an ähnlichen Bereichen eben erneut diverse Setups auf der Long-Seite, die man hätte handeln können. Und der Schlusskurs, und das ist das Ähnliche wie im Euro-US-Dollar, nur das Gold aktuell aufwärts tendiert und mit der Euro-US-Dollar mehr abwärts, aber wir haben den Schlusskursbereich in einem ähnlichen Niveau, wir sind ganz knapp darunter, als Schlusskurs ist, ja, aber trotzdem in etwa auf einem ähnlichen Niveau, was dazu führt, dass ich auch im Gold den richtungsentscheidenden Bereich eigentlich fast auf diesem Level 12,20 belassen wollen würde. Man könnte ihn
gegebenenfalls noch ein kleines Stück nach oben anpassen. Das zeichne ich jetzt aber mal nur hier ein. Ich lasse mal den blauen Bereich hier stehen. Schaut mal, ich zeichne jetzt hier erstmal so diesen richtungsentscheidenden Bereich ein. Den kann man nach unten so ein bisschen, nach oben quasi anpassen. Weil eigentlich sollte es jetzt so sein, wenn sich die Aufwärtsseite weiter fortsetzt, übergeordnet die 1241 abgearbeitet wurde, die Gegenreaktion ausreicht, der Markt wieder startet in die Nordrichtung, es natürlich jetzt durchaus realistisch ist, dass wir 1241 nach oben durchschreiten und die nächsten Widerstände dann entsprechend anlaufen können. Dafür die letzte Kernaufwärtsbewegung, ein Retracement aus dieser Bewegung von etwa 50%, ist gesund, kann stattfinden. Theoretisch auch natürlich, deswegen lasse ich den Bereich unten eigentlich noch drin liegen, auch ein Rückläufer in diesem Bereich wäre charttechnisch trotzdem noch zu vertreten für die Aufwärtsseite, nur dass ich hier unten vielleicht nicht mehr ganz so aggressiv für Käufe wäre, sondern dann lieber abwarte, dass sich schon wieder ein bisschen Bestätigung zeigt, um dann hier eben oberhalb dieses Bereiches in etwa 23, 24, ja, dann eben wieder an Käufe zu denken oder dann eben auch auf der Oberseite hier noch etwas aggressiver. Also hier oben definitiv nächste neue Bewegungshochs durchaus nicht auszuschließen. Und erst wenn wir hier runterrutschen, wird die Aufwärtsseite unter 12,20, wird die Aufwärtsseite erneut nicht ganz so interessant. Allerdings nach wie vor muss ich mir wirklich situativ anschauen. Wie kommt der da runter? Wir haben natürlich das nächste Kern unterstützende Niveau 12,06, 12,07. Ja, und aus dem 20er Bereich, vielleicht sogar auch knapp darunter, haben wir natürlich dann 10, 12, 13 Punkte, Dollar in dem Fall, ja, Chance. Das ist natürlich im kurzfristigen durchaus interessant, aber es kann schon sein, dass die Abwärtsseite sich weiterhin hier so ein bisschen ziert. Ja, und deswegen muss ich mir das anschauen. Wenn der Momentum aufbaut, dann kann man das machen. Wenn der hier so schleppend runterdümpelt, dann lasse ich das hier unten erstmal mit Handlungen sein. Ja, weil dann kann es sein, dass immer die Gegenreaktionen einen doch wieder rausholen, entfällt der Markt doch wieder. Also wirklich so eine Shoppy-Bewegung, ähnlich wie sie vorletzte Handelswoche auf der Aufwärtsseite stattgefunden hat. Somit Käufe hier oben, interessant. Soweit wir hier unter 12,23, 12,24 fallen, dann schon mal ein bisschen vorsichtiger, aber Kaufgedanken trotzdem noch vertretbar und auch noch im Hinterkopf. Und wenn wir unter 12,20 fallen, erstmal vorsichtig, situative Neueinschätzung. Da will ich mich jetzt hier nicht aus dem Fenster lehnen, denn dieses Unterstützungsniveau der Seitwärtszone sollte übergeordnet starke Unterstützung bieten. Ja, und all diese Hochs, diese davor dann eben immer mal diesen Ausbruch hier aus dieser Seitwärtszone, ich zeichne es abschließend nochmal ein, diese Seitwärtsschiebezone, die war so lange aktiv, dass hier einfach höchstwahrscheinlich wirklich massiv Unterstützung stattfindet. Und somit ist es dann, auch wenn wir charttechnisch hier drunter dann eben eher wieder so ein bisschen abwärts tendierend sind, diese ganzen Hochs, die hier dann auch erstmal gehalten haben und hier immer noch kommen, ja, da kommt vielleicht ein leichtes neues Bewegungstief und wieder eine Gegenbewegung, ja. Und dann vielleicht nochmal wieder so ein leichter Dip in die Seitwärtszone, wieder Gegenbewegung. Und ich will da unten einfach vorsichtig sein, muss das situativ einschätzen, gegebenenfalls mache ich hier unten wieder nichts und wir müssen uns am nächsten Wochenende das Bild von vorne anschauen, ja. Das ist so der Gedanke aktuell zum Gold und abwärts wird es eben wirklich erst interessant wieder hier unten, aber da sehe ich den Markt jetzt auch erstmal für die kommende Handelswoche nicht. Da werden wir dann nächste Woche, übernächste Woche, überübernächste Woche dann drauf schauen, ob sich dann irgendwann mal übergeordnet auch das Abwärtsbild wieder etwas präsenter zeigt. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Wie gesagt, achtet auf den Link unten, WOT. Ich werde ihn reinstellen in die Videobeschreibung, wo ihr euch natürlich freien Eintritt und eben an Gewinnspiel teilnehmen könnt. Achtet darauf oder wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich dem Video einen Daumen hoch gebt. Ansonsten natürlich gerne in den entsprechenden Livestreams, DAX Long oder Short von meiner Seite, in den englischen Livestreams, im Devisenradar-Livestream, im US-Opening-Bell-Livestream und so weiter. Natürlich mit dabei seid, teilweise von mir übernommen, teilweise vom Chris Kämmerer übernommen oder von den Jungs aus der englischen Abteilung. Also seid gerne mit dabei, ihr seid herzlich eingeladen. Und bis Montag live an dieser Stelle hier auf dem Kanal von JFT Brokers. Good Trades und Megatrading, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.